aus Dahl, im Dahl. Meine nächste Tour beginnt hier wieder. Blick zum Bahnhof, zur Sparkasse. Und zur Kirche noch. Gleich geht's wieder über die Brücke. Was ich beim letzten Mal am 27. Oktober falsch dargestellt habe, ist das Datum der Zerstörung oder Beschädigung der Kirche. Das war 1729, also schon im 18. Jahrhundert. Nicht erwähnt habe ich auch, dass unmittelbar an der Kirche sich ein Heimatmuseum befindet. Also etwas, was jetzt in Hagen Alpe fehlt, hat man hier sozusagen einen kleinen Ersatz mit Darstellungen alter Postkarten, die man auch außerhalb der Öffnungszeiten sich anschauen kann. Es gibt sogar ein Hörbuch, neuerdings unsere Heimat Romenol, also ganz speziell zu einem weiteren Ort. Das Museum wird von der Stiftung Haus Dahl unterhalten. Und das Museum ist nach Absprache zu besichtigen. Telefonnummer steht hier 02337 4858 833. Ja, so viel fürs Erste von der Kirche in Dahl. Heute gehe ich mal ein bisschen anders. Heute gehe ich so, wie ich es letztes Mal angekündigt habe, nämlich erst zum Männerwerk. Den Bahnhof können wir uns heute schenken. Einfach mal geradeaus, nicht über die Rivertstraße. Mach mal einen kleinen Umweg. Fühlst dich herzlich heute. Zwischendurch ein kleiner Tipp für die Eisenbahnliebhaber. Hier an der Marklandstraße, zugleich Wanderweg, mit Abzweig nach links. Hier in dem Gelände haben wir schöne Möglichkeiten, Filmaufnahmen oder Fotografien zu machen, wenn denn mal der Zug kommt. Auf Gegenlicht muss man hier allerdings achten. Es darf auch gerne mal ein Dampfzug sein. Ich glaube, das ließe sich vielleicht machen. Auch ein schönes Fachwerkhaus da oben.
Von vorne sieht man sie besser. Ja, ich gehe jetzt nach links. Ich schleiche mich diesmal von hinten an zum Minnerberg nach vorne. Die Zwerge, Sie wissen schon. Die Zwerge. Keine Zwergenbrücke an der Walburg. Ob die Zwerge die Riesen gepflanzt haben? Vielleicht sind die nahrhaft. Ich weiß es nicht. Es soll giftig sein. Ein Blick zurück zur Vollmetalbahnunterführung. Kurz vor der Ribbatstraße ist ein Schleichweg, vorne gekennzeichnet mit D im Kringel. Weiter hinten ein G und ein eigentlicher Kringel. Hier fließt ein kleiner Bach. Rechts wird dann etwas feucht. Da kann man sich aber auch auf den Minnerberg schleichen. Wahrscheinlich wieder ohne große Aussicht. Aber schön zu wandern. So schön wie der Gersteinweg hier am Fuße des Minnerberges am Bach ist. Weg. Fragezeichen. Alles ziemlich zugewachsen. Also ist Vorsicht angesagt. Vor allen Dingen der Boden ist lehmig hier. Man rutscht also schnell ab, wenn man etwas höher steigt. Vor mir wieder eine etwas merkwürdige Anschüttung. Vielleicht ein großer Baumwurf. Aber hier am Bach findet man auch leicht Werkstätten, Verhüttungsplätze, Köhlereiplätze und ähnliches. Mit dem Bewuchs keine Chancen finden. Nur im freien Gelände, zum Beispiel Buchenwald. Also ich sag's gleich. Der Weg ist mir irgendwie abhanden gekommen. Verflixt steil, ja. Junge Buchen und der älteren, diese teilweise schon gefällt, teilweise auch schon weg, teilweise am Vermodern. Es wird nach oben hin steiler. Da ist ein etwas neuerer Hochspannungsmast. Da muss ich irgendwie hin. Ha. Schauen wir mal. Wäre ich Angreifer, hätte ich wahrscheinlich die Arschkarte gezogen. Es sei denn, in der Burg würden alle pennen. Haben vielleicht zu viel gesoffen. Gleich bin ich beim Masten. Land in Sicht! Da ist er weg. Melde Gehorsams. Hier war ich schon mal. Oben angekommen. Keine berauschende Sicht. Hier gehe ich an der Hangkante, kann man sagen, entlang. Rechts führt ein Weg in einer Kurve. Das schaue ich mir jetzt doch nochmal genauer an. Ja,
Terrassenform haben wir hier. Rechts ein alter Weg. Steinig. Ups. Auf eine flache Stelle. Ja, und das sieht hier wie ein Hauspodium aus. Also nicht unbedingt wie ein Weg. Das ist flaches Gelände. Hinter dem Nadelbaum ist eine Grube. Alt oder nicht? Das ist die Frage. Ja. Von Ausgrabung weiß ich nicht. Könnte sich also um Keller handeln. Also ziemlich nah an der Steilkante. Rechts davon, das müsste Richtung Westen sein, finden sich flachere Gruben. Also vom Wall und Graben sehe ich hier nichts. Das ist hier von der Grube abgesehen eher so eine schmale, leicht schräge Terrasse mit Löchern dahinter. Welche Art auch immer. Das hier könnte theoretisch ein flacher Wall sein, wo ich drauf zugehe. Aber viel zu undeutlich. Ich habe das beim letzten Mal schon angesprochen. Da vorne das Fundament des älteren Hochspannungsmasten. Den Komplex habe ich ja auch schon mal angesprochen. Man muss mal gucken, ob hier irgendwelche stählernen Ansätze sind an den Ecken. Aber ist alles bemoost und belaubt, nicht zu erkennen. Dahinter dann der Zufuhrweg, der für die Zerstörung eines Teils der Wallanlagen verantwortlich ist. Angesichts des Streiflichtes lässt sich die Kante der Wallburg, sage ich jetzt mal, um hinzustellen, ob es sich um einen Wall handelt oder nicht, oder bloß Palisade früher, kann ich sagen, jetzt in der Bildmitte die Grube, da bei dem Nadelbaum, dann erkennt man hellen Bereich schräg hochziehend, eine Kante, recht deutlich, nach oben hin deutlicher. Da ist hinter ungefähr 2 bis 3 Meter Freiraum. Man könnte also sozusagen sagen, das ist der Weg hinterm Wall oder so ähnlich hinter der Palisade. Nach rechts verschwindet das alles wieder im Gestrüpp. Aber der Verlauf hier ist ziemlich gerade. Führt also von dem Zuweg hier weg, mehr ins Gelände hinein. Nochmal ein Schwenk. Bin vom tiefen Loch aus der Erdgrube am Tannenbaum oder Nadelbaum weitergegangen, entlang der Handkante. Diese Freifläche, die sich an der Kante befindet, wird hier nochmal durch einen anderen Nadelbaum gekennzeichnet. Dahinter wird es wieder etwas steiler, das Gelände. Wenn ich jetzt hier weiter gen Westen gehe, wird das Gelände dichter, man kommt also kaum durch. Ups, der war schon morsch. Der war schon tot. Egal. Dann kommt man hier zu einer leichten Senke. Dahinter ist der Wall wieder höher. Also hier scheint eine, ich sag das ungern, aber am besten lässt sich es dadurch beschreiben,
scheint sich so eine Art Bastion zu befinden. Rechts von mir sehe ich wieder eine etwas erhöhte Plattform. Von einem Wall dahinter sehe ich hier immer noch nichts. Nochmal ein Blick zurück in das Gelände, wo ich mich gerade durchgearbeitet habe. Also eher plattformartig das Ganze hier. Mit Steilkante. Dahinter ansteigendes Gelände. Ich bin jetzt west-west-süd auf diese Plattform zugegangen. Sie ist ja etwas größer. Gehen wir rein in das Gelände. Sieht aus wie ein großer Meilerplatz. An der Hangkante ist allerdings hier auf einige Meter Entfernung ein deutlicher Wall zu vermerken. Das sieht mir schon so ein bisschen nach Torstellung aus. Rechts, ja, ist dann eine Eintiefung. Sieht aus wie ein alter Wallschnitt, wo die Erde in der Mitte aufgehäuft wurde. Gucke ich mir gleich an. Also man hat sich hier die am stärksten ausgeprägte Wallstelle ausgesucht. Und wenn ich jetzt nach vorne gucke, jetzt tief, und unten sehe ich einen tiefen Graben auch. Also das hier ist wohl eine sehr beachtliche Anlage. Ich versuche noch ein bisschen durchzugucken hier hinter dem Schnitt, aber da sehe ich nichts. Noch ein Blick zurück. Also hier befindet sich so eine Ecke mit flachem Gelände, mit steilem Wall und Vorgraben. Das ist schon eine sehr bedeutende Befestigung. Wenn die ins 10. Jahrhundert gehört, dann hat das nicht mal so ein einfacher Adeliger oder Ministeriale gemacht. Ja. Gut, ich versuche mal eben noch einen Blick auf den Schnitt zu werfen, ob man da Mauerwerk sieht. Profile sind ja da immer sehr aufschlussreich. Besonders wenn man zwischen den Jahren Brandspuren erkennen kann. Aber soweit ich hier sehe, sehe ich nur Lehm mit einzelnen Steinen dazwischen. Kein Mauerwerk. In der Mitte ist es wahrscheinlich eine Auskunftsgrube oder durch einen Baum. Wurzeln vielleicht bedingt. Rechts wird die Erde lockerer und dunkler. Hier etwas heller. Rechts haben wir wieder hellere Erde mit der Humusschicht natürlich darüber. Also aufgeschüttetes Gelände, teilweise mit Andeutung einer ausgebrochenen Mauer. Vielleicht gibt es da noch Grabungsunterlagen, sonst müsste man mal den Wallschnitt neu putzen. Auf der anderen Seite, ja, ist wohl die Wetterseite, alles bemoost. Nur an der höchsten Stelle sehe ich einen hellen Streifen, der ist aber nicht sagend für mich. Ne, bei dem Licht und dem Laub und dem Moos sieht man nicht viel. Was man jetzt wohl sieht, Hintergrund, diese etwas stärkere Befestigung, dieser Wall setzt sich fort. Und soviel ich weiß, geht das wieder bis zu diesem Zufahrtsweg, der angelegt worden ist, um die Hochspannungsleitungsmasten anzulegen, aufgestellt. So, jetzt gehe ich mal durch den alten Schnitt durch. Ah, Birkenbestand, noch nicht allzu alt. Also hier an einer Stelle sieht es schon nach kompakteren Bruchsteinmauerwerk aus. Ich darf da aber nicht berühren, das ist nicht mein Job. Ups, und vor allen Dingen ohne Einmessen geht hier gar nichts. Ja, was ist das denn?
links graben, vor mir aber ein Haufen. Theoretisch entweder Abraumhalde von der Ausgrabung, hat man dort mit der Schubkarre hingefahren, oder es ist hier, weil sich ja hier offensichtlich auch ein Durchbruch befindet durch den Graben, oder besser gesagt, wie sagt man so schön, eine Grabenbrücke. Da ist also der Graben nicht durchgezogen worden. Da könnte man hier annehmen, dass man an dieser besonders befestigten Stelle vielleicht eine Toranlage hat. Wegen der Altgrabung her ist das Bild natürlich ziemlich unklar. Wir nehmen es einfach mal an. Riecht ländlich, ja. Noch ein Blick auf den etwas deutlichen Graben, da wo die Befestigung besonders ausgeprägt ist. Das ist also hier keine Vorburg, das ist Hauptburg, die sich da bis zu diesen Leitungsmassen und Fundament, besser gesagt, davon hinzieht. Dazwischen halt. Der Abraum, der hohe Wall, der hohe, Quatsch, tiefe Graben. Davor leichte Wallstruktur, aber das könnte auch die ursprüngliche Oberfläche sein. Überraschend für mich, davor nicht etwa ein Wall und Graben, nein, ebenes Gelände wieder, wie wir das eben bei den Hochspannungsmasten hatten. Und dann hier wieder eine Kante. Nichts mit Graben davor. Also was das wieder soll. Also das scheint noch die Hauptanlage zu sein. Den eigentlichen Vorwall werden wir dann hier suchen müssen. Hier, wo die alte Grabung ist, macht das Gelände ja einen Knick. Das sieht hier vorne übrigens aus, als hätte man munter weitergegraben, bergabwärts. Ich bin dann mal hin und weg. Also die Kreuzung der Vorne hat der Filmdirektor auf meiner letzten Wanderung unterschlagen. Wollte ich in 2D filmen. Ist weg. Hier vorne wunderschöner Weg durchs Hampkebach. Alles noch sehr feucht. Nachmittags. Erstaunlich. Hat lange nicht geregnet, meine ich. Abschließend nochmal ein Blick in Richtung Vormittag. Und was ich letztes Mal schon bewundert habe. Dieses sehr bunte Tal. Da vorne wohnt jemand. Schönes Häuschen. Ideale Lage. Beneidenswert.